Hallihallöchen, liebe Freunde, und willkommen hier zurück zu Portal 2. Ich werde hier auch schon wieder schön eingeschleimt mit Orange. Da drüben haben wir unseren kugelig, knubbelig, runden kleinen Freund, den Zargon. Hallo Leute. Wir haben das Rätsel der Lösung. Genau, wir haben das Rätsel der Lösung. War eigentlich doch gar nicht so schwer. Erklär doch mal, was wir gemacht haben. Man sieht es zwar, aber erklär es trotzdem. Ich soll es trotzdem erklären, weil ich es am wenigsten verstanden habe, glaube ich. Zaki lässt diesen orangenen Glibber von da drüben hier rüber glibbern. Also ich hatte hier oben ein Portal und hier das rote, ja, wie ihr seht. Und das, ja, dadurch, dass er jetzt auf diesem Knöpfchen da drüben steht, haben wir es geschafft, diese ganze Bahn hier einzuglibbern. Jetzt lasse ich mich durch dieses rote Portal und dem gelben Portal jetzt hier oben beschleunigt oben gegen die Wand katapultieren, sodass ich da drüben auf der Ebene lande. Probieren wir mal. Das müsste also klappen. Bam. Da sind wir jetzt endlich hier oben an dem Strahl. Allerdings weißt du, benötigen wir jetzt haben? Hier oben noch... Ja, was denn? Ich glaube, den Würfel, oder? Mhm. Genau, den brauchen wir jetzt. Das heißt, ich muss mich unten auf die Plattform stellen. Die Frage ist, wie schieße ich den da durch? Ach, ich weiß. Wie denn? Stell dich auf die Plattform. Okay. Du machst das schon. Nee, ich habe jetzt eigentlich gedacht... Ja. Warte mal. Du hast gedacht. Das ist blöd. Nee, ich habe gedacht, ich bräuchte die Fläche von deinem roten Portal, dass ich da irgendwie hinkomme, aber... Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Hast du nicht. Stell dich doch, stell dich mal auf die Plattform, stell dich auf die Plattform. Danke. Wo kann ich denn hinschießen? Ich kann da hinschießen. Kennt ihr das was? Woher? Nein, ne? Der. Wie soll ich den da rauf bekommen? Kletter die Wand hoch, keine Ahnung. Warte mal, was. Ah! Scheiße. Nee, bin was mir was bringen würde, wenn du hier hinschießen könntest. So? Aber das geht nicht, weil die Barriere davor ist. Ja. Warte mal, ich guck mal gerade mal, was es bringt, wenn ich mich nochmal. Ach, verdammte Mistkacke. Schnell mal. Na, mach den Block da weg. Diese magische Stimmung gefällt mir. Halte das aufrecht, bis wir vor dir stehen. Ah, ist klar, ist klar. Ja, das passiert ist halt klar. Mal. Ja, ja, passiert. Ab und zu. Ja, ja. Passt schon. Kannst du nicht? Warte mal, was kannst du denn machen? Ich kann ja nicht viel, das ist das Problem. Weil... Kannst du auf dem Plattform stehen? Ach, Moment. Ah, nee, das geht nicht. Ich dachte, rüberlaufen mit dem Ding in der Hand, aber da ist die Barriere im Weg, dann ist das Ding weg. Die Linse. Ja. Wie wäre es, das Ding hier drauf platzieren? Das bringt mir was, wenn du die Linse brauchst? Du bist da drüben. Ja, was ist das denn Ding hier noch? Ach so, ja, ja. Nee, es muss ja definitiv einer hier bleiben. Es geht ja gar nicht anders. Okay, so sieht das also bei dir drüben aus. Okay. Na, warte, ich hab da die Idee. Stell dich mal drauf, bitte. Noch gar nicht. Bleib mal drauf stehen, bitte. Noch gar nicht so kompliziert. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Bitteschön. Ah, danke. Das ist ja einfach. Oh Mann. Einfach nochmal die Perspektive ändern und dann passt dann das Ganze. Stell dich schon. Mal auf den Schalter, genau. Genau. So. Zack, zack. Bang, da ist er. Jetzt strahlst du das dahin, okay. Und den genau. Strahl müssen wir jetzt... Wohin benötigen wir den da denn jetzt? Nee, da an der Seitenwand irgendwo. Du musst da zu den Sentries rüberstrahlen. Da, ja, da... Ach so! Da, genau ja, da. Ja. Okay, und jetzt müssen wir noch ein bisschen rüber, huh? So. Yay, yeah, wir haben es geschafft. Komm rüber. Wie? Portal hier, Portal da. Geh, du kannst doch nur durch diese blöde Barriere durchlaufen, das tut dir doch nichts. Ja, wenn ich... Achso, ja. Ich bin verwirrt. Oh Mann. Ich hab Angst vor Barrieren, okay? Ich hatte da mal ein sehr, sehr schlimmes Trauma. Ich merk's. Okay, hä, und jetzt? Wir haben noch was vergessen. Oh nein, wir brauchen Glibber. Na gut, das ist das Einfachste. Gib mir deinen Diese Saft. Demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen. Falls wir uns nicht wiedersehen, danke für rein gar nichts. Bitteschön. Oh Mann, ey.
sieht, dass die Dinger nicht schwer sind, ne? Welche Dinger? Die Kammer ist eine eigentlich eine Sache für 5 Minuten. Eigentlich schon, also wenn man sich einmal darüber klar ist, wie es funktioniert, ja. Aber man verwirrt sich immer selber mit dem ganzen Drumrum. Und ja, man so denkt, ja, man denkt immer unnötig kompliziert, was du denn brauchst. Um 3 Ecken. Ja, um 5 mindestens. Das ist das Kammer 8, oder? 9 schon. Sie setzt uns ganz schön zu. 9 von 9. Es hat 3 Tage gedauert, euch wieder zusammenzusetzen. Ich kann das nicht noch einmal machen. Ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten, aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen. Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Mehr ist einfach nicht drin. Der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer. Hm, wo machen wir denn jetzt weiter? Wir brauchen hier den Würfel. Den Würfel benötigen wir von da nach hier. Was machst du? Ah, okay. Dreht das Ding um. Es dreht nur die Fläche. Was ist denn hier drunter? Stell dich mal auf die Fläche. Ja. Nein, passiert nichts. Ach so, ich verstehe. Du wolltest mich jetzt töten. Nee, wollte ich nicht. Nein, fast gar nicht. Verstehe schon. Was kommt da? Nicht so wild. Weiß ich nicht. Es kommt Farbe runter. Blauer Glibber. Den blauen Glibber kann ich dir übrigens von da nach da leiten. Von wo nach wo? Hier. Oder auch gern nach da. Wie es dir beliebt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas damit anfangen kannst. Ich kann mich blau färben, das war's aber schon. Der glibbert aber nur, solange ich hier auch draufstehe, ne? Dann hört er sonst auf. Warte mal, ich könnte natürlich... Ah, warte. Den blauen Glibber kann ich bis... Also ich kann ja auch hier so dran machen. Ich glaube, das bringt dir nichts, ne? Und hier drin, bringt dir hier drin? Ja doch, du musst da oben drauf, ne? Also bringt dir da was. Okay, cool. Und wie komme ich jetzt da durch? Scheiße. Nein, was hast du gemacht? Batzex, wie immer. Ach so, doch, lass mich durch, Rick. Lass mich durch. Ich muss da durch. Geh weg. So. Ich weiß auch nicht, was dein rotes Ding bringt. Pass auf. Siehst du. So, jetzt machst du dir ein Portal, da wo mein rotes ist? Nein, falsch. Du sollst in den Raum reingehen. Das kannst ich ja kann da nicht reingehen, der ist jetzt. Natürlich! Du machst Portal. Mach's einfach so, weil du bist ein Spinner. Ich bin ein Spinner. So, jetzt springst du auch, genau, da oben dann drauf. Nicht? Doch. Was bringt dir das jetzt? Da ist ein Guckloch, aber. Da oben ist eine Fläche, oder? Die weiße, kannst du die beschießen? Moment, was fern nehme ich jetzt? Das. Weiß ich nicht, ist egal. Guck erstmal. Okay. Wofür bräuchten wir denn das überhaupt? Ah! Ich hab keine Ahnung. Da unten ist auch eine weiße Fläche. Aber das läuft da oben nicht raus, das Zeug. Na warte, wir müssen uns das mal in Ruhe mal angucken, irgendwie. Wir gucken doch in Ruhe, was glaubst denn du? Also, wir haben überhaupt noch gar nicht einen Hebel gefunden, wie das... Ich sehe gerade, das hier ist Glas. Ja, und? Ja, das... Ich erinnere mich an das Rätsel, ich erinnere mich. Der Würfel hat irgendwann angefangen, übelst rumzubouncen und das Glas drumherum kaputt zu machen. Und rumbouncen hat er nur geschafft, indem er dann mit blauer Farbe vollgekleckselt wurde. Das heißt, wir müssten von hier aus das Ding so... Aber wie? Also wir müssen es irgendwie so hinkriegen, dass die blaue Farbe den Würfel oben erreicht. Ja, den musst du wahrscheinlich von unten anschießen, oder? Hier mit der Fläche, die du umdrehen. Genau, das heißt, einer muss schon mal hier drauf stehen. Mehr oder weniger. Und einer muss logischerweise auf der Fläche stehen. Da oben, da kann ich nichts machen. Die Farbe fällt nicht durch dieses Gitter. Warte mal. Was kann ich denn machen? Ich kann hier ein Portal schießen. So, ich muss jetzt einmal das so machen. Und dann kann ich jetzt hier durch. Das bleibt erhalten. Und dann
Was bringt uns das dann? Wir müssten irgendwie... Also ich kann mein Rotes jetzt hier drüben hinsetzen. Aber das bringt uns ja nichts, ne? Du brauchst ja die Farbe da jetzt. Ja, wie soll ich denn die Farbe bitte schön da hinkriegen? Ja, weiß ich nicht. Woher soll ich das denn wissen? Uiuiui. Ich kann hier durchgehen und ich kann hier hochspringen, das weiß ich. Ja, das geht ja. Aber hier mit diesem Guckloch hier oben kann ich nichts anfangen. Da wo ich stehe. Ich gehe davon aus, dass du von dem Guckloch aus ein Portal nach da oben schießen musst. Hä? Ein Portal wohin? Nach hier oben an die Decke. Ja, das bringt mir aber nichts, weil da keine Farbe nicht durchgeht. Da ist ja ein Gitter davor. Was ist hier hinten? Warte mal. Hier ist auch was. Ah, warte, hier. Vielleicht hier. Ja, wie soll ich um Ecken schießen von dem Loch? Das ist die Frage, ne? Wie kriegen wir das Zeug von da nach da drüben? Hä? Gar nicht anscheinend. Doch, das muss ja irgendwie gehen. Da ein Portal. Mach du das mal mit dem Glibberkram. Vielleicht fällt mir ja irgendwas ein. Jetzt musst du ja den Glibber da rauskriegen. Das kannst du ja... Warte mal, das könnte ich... Könnte ich das machen? Moment mal. So, da ist jetzt das eine Portal weg. Ich könnte jetzt hier den Glibber hinschieben. Scheiße. Du hättest da durchgehen sollen. Sorry. Du kannst nicht hier durch mein Portal durchschießen. Das geht nicht. Weiß ich. So, jetzt kann ich von dem Glibber... Jetzt kannst du ja wieder raus aus dem... Ach nee, du musst ja in dem Raum bleiben. Ich muss hier drin bleiben. Ich muss den Schalter betätigen. Bringt mir ja nicht viel, ne? Das bringt überhaupt nichts. So. Vielleicht müssen wir unsere Portale einfach ein bisschen effektiver einsetzen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Wenn ich da rausgehe, geht der Schalter nicht. Wenn ich da durch die Barriere gehe, sind meine Portale weg. Begib dich du mal da oben zu dem Guckloch. Ach so. Ja. Okay. Vielleicht so, jetzt könnte ich von da... Das ist aber der einzige Punkt, den man anschießen könnte. Und... Ich glaube, das musst du so machen. Warte mal, doch von hier... Ah, guck mal. Hihi. Was? Jetzt könnte ich theoretisch dahin schießen. Bringt ja aber nichts, weil da ein Gitter da vorne ist, schau. Da ist ein Gitter davor. Du kommst da nicht durch. Das ist klar. Aber du musst irgendwie, wir müssen das Zeug irgendwie da drüben hinleiten. Durch das Gitter durch hier. Du kannst es nicht durch das Gitter durchleiten. Moment mal. Wir haben da das Zeug. Da. Das klatscht dann da unten hin. Also wir brauchen den Glibberkram, brauchen wir hier. Wie schaffen wir das? Wo? Also das Portal hier oben ist schon mal richtig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nur wie kriegen wir... Es wäre cool, wenn ich das Rote irgendwie da platzieren könnte. Ja, das kannst du ja nicht. Oder? Doch! Mach mir mal ein Portal hier und da, bitte. Hier und? Hier. Jetzt fällt tatsächlich hier durch. Moment. Warte, nein, bleib! Bleib da drauf, warte. Ach, scheiße. Nee, warte mal. Ich muss mein anderes umplatzieren. Mein doch? Nein! Nicht? Nein! Plexi! Hat schon gepasst! Hattest du eine Idee gehabt? Ich hätte eine Idee gehabt und der läuft durch die Barrikade! Ist ja nur halb so schlimm. Ah, leck mich am Aftershave! Gern doch. Dann riecht er immer so gut. Ach ja, Mensch. So, und jetzt mache ich mein rotes wieder hier. Ist das gelbe da? Rote hier? Ja, so.
Und jetzt? Was hattest du für eine Idee? Sag, meine Portale werden ja jetzt nicht benötigt, dann ist er hier. Aber einer muss ich doch da drauf stellen. Irgendwer bohrt da jetzt in meinem Haus. Ich höre eine Bohrmaschine im Hintergrund. Man hört's. Supi. Ah, der hat Spaß, dich zu ärgern, ich merk's. Ja, ja. Ja, ja. So. Er braucht einen dritten Spieler, anders geht's nicht. Klar geht das. Puh, wie soll denn das gehen, bitte? Uiuiui. Ui, ui. Moment, hier habe ich die Pampe, das bringt mir nichts. Ich habe eine Idee, doch, doch, doch. Lass mich mal in den Raum alleine stehen. Indem du mir mal hier und da ein Portal machst, bitte. Ah, genau, ich muss dich da erst reinbringen, dann ja, kann ich raus. Genau, ja, du genau, musst mich einsperren. So. Ja, genau, dass du hier drüben jetzt bist, für immer und ewig. Da und wahrscheinlich hier drüben, genau. Kannst du da hochspringen? Was gibt's denn da Neues zu sehen? Nackte Menschen. Ah, noch ein Schalter. Ein Knopf, was macht der Knopf? Hä? Ach, der löst hier die Barrikade auf. Welche Barrikade? Oh mein Gott, der Level ist noch ewig lang her. Guck dir das an. Da oben ist Exit Laser auch noch. Yay. Wir brauchen definitiv erstmal diesen Würfel. Welche Barrikade? Hör auf rumzupfeifen. Sorry. Ah, warte, warte, warte. Du kannst über die... Mach hier ein Portal. Wie hibbelig er ist. Da ein Portal. Ja. Und jetzt kannst du, pass auf, du kannst auf dieses Glimmerzeug draufspringen, vor dir. Und dann so da drüber, weißt du, über die Barrikade. Da ist ja Luft da oben drüber. Ist ja keine Wand. Weißt du, so, genau, da einfach drüber springen. Und dann dich auf das Ding draufstellen. Nee, das musst du mit. Nein, 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 du musst erst auf normalem Boden sein und dann mit Schwung so, genau, und jetzt, pop. Genau, jetzt machst du das andere Portal da. Und yay, yeah, wir haben den Würfel. Bam, 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 bam. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht, Plexi. Ich bin mir aber nicht Nein, sicher. Nein, ich glaube nicht. Und der Würfel hin? Der jumpt jetzt hier wild umher. Fang ihn. Fang ihn! Ach, weil er blau ist. Er ist kaputt. Kommst du her? Kommst du zu Papa? Komm her, komm her. Komm her, du bist Verdammt, komm her. Hallo? Weißt du jetzt 100-mal schneller als ich? Jetzt habe ich den. Ah, wie cool. So, lass mich mal hier. Ja, du kannst rausgehen. Ich brauche dich hier nämlich. Das ist cool. Ich lasse das Ding jetzt aber nicht los, weil das bounced wieder rum wie solche. Ja, ja. Stell dich auf den Schalter. Aha. Ah ja, kann ich mit dem Würfel durch? Ja, und dann? Jetzt brauchen wir den Würfel hier irgendwo. Hier unten. Guck, hier nehme ich die Fassung. Aber der bounced doch. Leg ihn mal ganz vorsichtig ab. Nee, eigentlich dachte ich hier so. Blödes Ding! Ah, stopp, bleib stehen! Kann man den nicht mehr sauber lecken oder sowas? Weiß nicht, halt mal den Laserstrahl rein, was klingt das? Okay, einer muss definitiv. Weiß ich jetzt nicht. Das Ding fährt nach oben. Hör auf. Hä? Das ist total bescheuert, wenn das Ding blau bleibt. Was ist da? Was passiert jetzt? Lexi? Ja, was? Was passiert, wenn ich den da reindrücke? Hier, das Ding sagt, okay, wir können raus. Wow. Machst du da? Oh nein, 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 nein! Warum bouncest du die ganze Zeit? Du musst doch mal aufhören zu bouncen, oder? Nein! Das ist ja die Schwierigkeit jetzt daran. Moment, vielleicht. Blockier das mal bitte ganz kurz. So. Dann kann ich jetzt schon mal hier so drauf. Okay. Mach ich mein rotes mal da und das andere. Ja, das fahr mal, lass mich mal nach oben fahren. Hoffentlich zerquetscht es mich nicht. Okay. Mit Schwung durch? Mit Schwung durch, dann katapultiert sich darüber, oder? Ja, okay. Das wäre das letzte Aber, Lösung. Das ich hätte hier drüben hingemusst. Ah ja. Hm? Okay. Macht der Schalter. Vielleicht bekommen wir da einen richtigen Ding. Ja, vielleicht. Aber das alles gibt's in der nächsten Folge von Portal 2.
hier bei Crazy Co-op. Denn es ist schon wieder vorbei. Ich bin der Zaki, er ist unser Plexi. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Stay tuned. And so long. Halt das Ding fest! Nein, nein! Bis dahin, ciao.